Takte, die rechte Hand hat im ersten Takt Viertel und Achtel. Die ersten beiden Takte mit der rechten Hand, ich spiele sie euch einmal vor. 3 und 4 beginnt mit einem D, ich spiele es einmal vor. 2, 2, 4, 3 und zum Mitspielen, Takt 3 und 4. 2, 2, 4, 3 und nochmal. 2, 2, 4, 3. Wir spielen die ganze erste Zeile und 1. Zweiten Zeile 3, 3, 5, 4, 2, 4. Zum Mitspielen 3, 3, 5, 4, 2, 4. Und mit Notennamen E, E, G, F, D, F. Und die letzten beiden Takte E. Und spielt es ein paar Mal für euch durch. Wenn ihr soweit seid, dann drückt auf Weiter. Wir spielen jetzt die linke Hand. Die linke Hand hat immer eine Viertelnote. C Akkord, 2 und G7. 2 und G7. Pause. C. Und nochmal die erste Linie. Mitspielen. G7. G7. Und C. Takt. Nochmal die zweite Zeile ab Takt 5 mit der linken Hand und G7. Jetzt ohne Pausen C, G7 und C. Ich spiele die rechte Hand, ihr spielt die Akkorde in der linken Hand. 1 und 2 und los. C, G7, G7 und C. Mein Gott ist gut. Ich habe es etwas schnell gespielt. Drückt ihr bitte immer wieder auf den Pausenknopf.
macht eine Pause und wiederholt einige Male, bevor ihr auf Weiter schaltet. Das war's für heute, sage ich Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.